Daniel Niesler, neuer Trainer bei der Turnerschaft am Roden. Hallo. Hallo. Dirk, der alte Co-Trainer, bleibt der neue Co-Trainer. Toller Einstand heute beim Rödermark Cup mit der fast neu formierten Mannschaft. Man hörte, dass es einen Umbruch bei der Turnerschaft am Roden gab. 6, 7 Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft haben den Verein verlassen. Neuer Trainer, wie beurteilt er die ersten Eindrücke bei der TS? Ja, die ersten Eindrücke sind sehr positiv durchweg. Wir haben natürlich den Umbruch dahingehend, dass wir ein neues Trainerteam haben, mit mir dazu zumindest, oder zumindest auch dann die Spieler, die wir ausgewechselt haben. Wir haben viele, viele Junge, wir haben viele Abgänge, wie du schon gesagt hattest. Zufrieden auf jeden Fall, dass unsere Spieler Vollgas geben, dass sie engagiert sind, auch die Trainingseindrücke widerspiegeln. Und heute konnte man schon eine positive Weiterentwicklung sehen. Jetzt sind wir die dritte Woche in der Vorbereitung. Man hat einige positive Aspekte gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, sowohl defensiv als auch offensiv. Gut, in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, haben dann zum Schluss wiedergefunden. Von daher für das erste Spiel bei diesem Rödermark Cup, für das dritte Testspiel insgesamt zufrieden. Dirk, was hat sich geändert jetzt mit dem Daniel? Naja gut, wie gesagt, Daniel ist ja auch noch ein Tick jünger als ich und auch als der Zigo. Im letzten Jahr, klar, Fußball entwickelt sich natürlich immer weiter und das war ja eigentlich auch unser Ziel, dass wir neue Impulse bekommen, dass wir neue Sachen bekommen, wo auch die Spieler halt merken, dass sich da was verändert. Es ist ja nicht nur, dass die neuen Spieler gekommen sind und viele alte, etablierte Spieler gegangen sind, sondern wir haben, glaube ich, auf allen Bereichen neue Sachen bekommen, die wir oder die uns dann, denke ich mal, auch im Laufe der Saison oder im Laufe der Hinrunde dann auch zugutekommen werden. Ja? Weil neue Sachen sind immer gut. Im letzten Jahr war die Turnerschaft lange im Kampf um den Aufstieg mit dabei. Was sind die Ziele für dieses Jahr? Ja, wir müssen, wie gesagt, durch den personellen Umbau auch erstmal schauen, dass wir die Mannschaft entwickeln, dass wir die Mannschaft schnell zueinander findet, auch durch die Vorbereitung und dann hinaus weg. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen, das ist außer Frage im Sport. Wir haben viele, viele Junge, wie schon gesagt, die müssen auch herangebracht werden. Das heißt, wenn wir uns im Endeffekt am Ende der Saison in dem Leistungsfenster wie in den letzten Jahren bewegen würden, wäre ich zufrieden. Okay, Dirk, du sprichst immer wieder an. Eine junge Mannschaft, die braucht auch vielleicht immer was. Ja, wie soll ich sagen? Also ein ganzes Problem. Ja, ein Vorbild. Du selbst warst Profi bei Eintracht Frankfurt. Wie bringst du deine Erfahrung gerade den jungen Menschen gegenüber ein? Na gut, wie gesagt, wir haben natürlich auch außerhalb vom Sportplatz bin ich, glaube ich, dann auch einer, das wissen die Jungs, wenn sie irgendwie was haben, dass sie da auch immer zu mir kommen können. Und klar, Daniel macht neue Sachen, die er reinbringt. Ich sehe das natürlich auch von außen. Wir sind auch komplett einer Meinung, was das System und wie wir was spielen wollen. Und natürlich, da hat der eine oder andere dann immer wieder neue Tipps, Hinweise, ja, wo man dann sagt, okay, eventuell können wir das einbauen, Dirk oder Daniel. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, wo wir eigentlich sehr gut harmonieren in dem Bereich. Der Daniel sagte es, die Jungs ziehen voll mit. Jetzt sind natürlich etliche in dem neuen Kader, auch aus der eigenen A-Jugend. Die Turnerschaft Oberroden ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie insbesondere auf junge Talente setzt, um sie zu entwickeln. Das hat sich auch in dieser Saison jetzt nicht geändert. Ist zu fürchten, dass das aber auch irgendwo dann mal nach hinten losgeht. Nein, finde ich nicht. Also weil die Jungs, wie gesagt, Gas geben, natürlich müssen sie auch noch hier und da noch dazulernen, werden mit Sicherheit auch noch Fehler machen, ja, aber die gestehen wir ihnen auch zu, weil natürlich die jungen Spieler auch Potenzial mitbringen, auch in der Hessenliga in der U19 zum Beispiel eine gute Rolle gespielt haben und auch so, wie sie sich jetzt im Training geben, sieht man da, dass sie sich weiterentwickeln wollen, machen viel, sind häufig da, machen viele Sachen richtig gut auch. Wird natürlich hier und da auch eine Zeit brauchen, um sich wirklich auch in dem Verbandsliganiveau, sag ich mal, zurechtzufinden. Aber die Zeit werden sie auch haben und das ist ja der Punkt, dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir die Mannschaft entwickeln wollen. Und dazu gehört halt eben auch die Jugendarbeit der TS Oberroden weiter fortzuführen, dass man die Spieler eben ranbringt an das Niveau der Verbandsliga und dann halt eben weiter. Okay, dann vielen Dank für das Interview heute Abend. Ich wünsche der Mannschaft natürlich viel Erfolg in der neuen Saison. Ja. Danke. Euch beiden Trainern viel Spaß.